schon und weg, leider. Ich habe viel dran gemacht. Als erstes fallen natürlich die neuen Lappen auf. Ich habe die die Absenkel neu gelagert, neu gebuchst. Die Radlager sind auch neu auf beiden Seiten. Wasserpumpe ist neu. Neue Drehstrom-Lichtmaschine. Der Motor hatte hier in diesem Bereich einen Motorplatzer, der geschweißt worden ist. Und ich habe hier eine 20 mm dicke Aluplatte drauf gemacht. Das ist spottdicht, da kommt nichts raus. Im Kühlwasser ist auch kein Öl oder auch im Öl ist auch kein Kühlwasser. Das heißt also, dass der Motor innen auch gesund ist. Man hört das auch, der läuft glatt. Tja, fängt super an. Ich habe ihn heute Morgen aus dem Tiefschlaf erweckt, ist sofort angesprungen. Ich lasse ihn nochmal an. Ja, nur ein mehr braucht das vielleicht. Ackerschiene vorhanden. Abfälle. Zapfelle läuft. Der Trecker hat komplett neue Elektrik. Alles neu. Jedes Kabel ist neu. Hier vorne. Sieht man das ganz gut? Ich habe den Kühlkreislauf komplett durchgespült. Und das neue Kühlwasser drin mit Frostschutz, wie ich das gehört. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie der Mähbalken funktioniert. Der liegt ja bereits unten. Hier am Lenkrad befindet sich der Hebel. Wenn man den umklappt, nachdem man dieses Teil hier hochgemacht hat, steckt der Mähbalken ab. Lustig, ne? So läuft die Geschichte. Wenn ich den Hebel jetzt zurückziehe, raus. Mit diesem Hebel kann man die Höhe verstellen. Je nachdem, in welcher Höhe man das Rad abnehmen möchte. So klappt man ihn dann wieder hoch. Ups, kommt er hoch. Jetzt kann man sich ihn schnappen und einhaken. Ich habe Ölwechsel gemacht bei dem Trecker. Das Öl ist also neu. Dieser Motor hat keinen Ölfilter, sondern einen Filtersieb. Zugang bekommt man über diese Klappe. Habe ich reingeguckt, alles in Ordnung. Außerdem habe ich die Hydraulik noch gedichtet. Hier vorne ist ein neuer Ring. Da tropft ein bisschen Öl raus. Ist dicht, pottdicht. Die Leitung geht hier durch. Hinten zur Hydraulik. Auch hier neues Öl drin. Die Hydraulik ist kräftig. Funktioniert super. Kurz zur Erklärung der Reparatur des Frostschadens. Der Frostschaden ist ungefähr handgroß an dieser Stelle. Und ist, wie gesagt, geschweißt worden. Da ist aber Wasser durchgekommen und deswegen habe ich diese Platte dagegen gesetzt. Unebenheiten habe ich von hinten aus der Platte rausgefräst, sodass sie wirklich schön plan anliegt. Hier festgesetzt mit diesen M6 Zylinderschrauben im Bus. Und diese großen Schrauben hier an der Ecke habe ich zuerst ein Stück rausgucken lassen und dann dahinter das Sikaflex hart werden lassen.
Nachdem ich die Schrauben dann zurückgedreht habe, habe ich erst diese Schrauben festgezogen, sodass die Platte wirklich press auf dieser großen Sikaflex-Gummidichtung aufliegt und richtig anpresst. Wenn man jetzt diese Schrauben löst und diese wieder reindrückt oder reindreht, wird man die Platte auch wieder vom Motorblock abdrücken können, falls man da doch nochmal ran möchte. Also diese Reparatur ist astrein, richtig stabil und ist absolut dicht und dauerhaft. Es gibt überhaupt kein Problem. Dazu gebe ich diesen Hecklader, der ist bei dem Trecker dabei. Der Fendt hebt den ohne Probleme, auch wenn die Schaufel so richtig schön voll ist mit was auch immer. Man kann damit ganz gut arbeiten. Man braucht nicht unbedingt einen Frontlader. Ebenfalls dabei dieses selbstgebaute Räumschild, mit dem man, wenn es hinten an den Trecker angebaut ist, wunderbar seine Schwiegermutter aus dem Schlafzimmer schieben kann. Im Moment hat der Trecker keinen TÜV. Ich habe aber eine Unbedenklichkeitserklärung des Straßenverkehrsamtes. Und der TÜV-Eintragung sollte nichts im Weg stehen. Man muss halt schauen, wie es mit den Hinterreifen ist. Ein toleranter Prüfer wird das sicherlich abnicken und jemand, der sich ein bisschen mehr anstellt, wird möglicherweise auf neue Hinterreifen bestehen. Das müsste man dann nochmal investieren, aber eigentlich ist sonst alles andere fit. So, hier bleibt der Trecker jetzt stehen, bis du ihn abholst.